In das Tor. In das Tor auf alle Fälle und mit Schwung, Fakt. Energie und Kraft. Ab geht er. Los. Spielern momentan gut, fehlende Fitness durch technische Unzulänglichkeiten auszugleichen. Ich weiß nicht, was Sie für eine Sichtweise von dem Spiel hier haben, aber ich bin zufrieden mit meiner Truppe. Ich bin zufrieden. Dort ist auch natürlich auch Verletzungsgefahr durch die Brennnesseln. Brennnesseln sind sehr gesund bei rheumatischen Erkrankungen, können auch als Tee verwendet werden und helfen als Aufguss vor allem gegen Blattläuse im Garten. Warum holt man sich aber nicht Spieler wie Messi, Spieler wie von den alten Herren, Rummenigge, die dann den Kader aufbessern? Das Problem, wie gesagt, sind unsere Finanzen. Wir arbeiten aber schon dran. Unser nächstes Ziel ist, Leergut wegzuschaffen. Und da besteht die Chance, dass wir Cristiano Ronaldo dann nach Göppeln holen. Es hängt davon ab, was im Konsum an Endsumme rauskommt und ob das mit seinen Vorstellungen sich deckt. Um Breitensport muss uns nicht bange sein. Das Spiel ist zu Ende, aber der Fußball geht weiter. Und damit zurück ins Studio. Viele Konzepte von mir verschwinden sofort bei den Verantwortlichen im Tresor. Hier aber wurde eins umgesetzt. Denn hier ist kostbare Wiese, wertvolle Grassubstanz. Oft wurde sie niedergetrampelt. Da sind welche hier lang. Mit dem Fahrrad sogar, mit Hunden und dann. Nun aber wird über dieses wertvolle, bewahrenswerte Areal endlich diese Brücke gebaut. Ne? Dadurch bleibt unten die Grasnarbensubstanz für kommende Generationen erhalten. Nachhaltigkeit? Na bitte, es geht doch. Hallo, Sie entschuldigen? Ja. Darf ich Sie was? Also, Sie arbeiten hier? Ja. Ja? Als? Ja, wir bauen die Brücke hier in Dresden. Sie bauen sozusagen die Brücke. Ja. Und welches Teil haben Sie da gebaut direkt? Die Große. Das Große. Und, als Arbeiter. Genau. Also Sie arbeiten Bau. Also wofür sind Sie direkt zuständig? Für den Zaun hier. Für den Zaun. Sie können ruhig ganz normal, wie in unseren Sendungen, also Sie brauchen sich nicht zu schämen, weil Sie Arbeiter sind, weil wir bewusst darauf Wert legen, auch einfache Menschen aus dem Volk bei uns zu zeigen. Und, ja. Wenn Sie da Sie arbeiten hier mit Werkzeug, haben Sie auch größeres Werkzeug? Zum Beispiel einen Hammer? Haben wir auch. Eigenes. Das ist ja, glaube ich, das, was die Faszination. Genau. Was die Faszination dieses Berufes ausmacht, dann vielleicht sogar noch mit größeren Hämmern, das von Muskelkraft getrieben, dieses archaische Urwerkzeug, das ja einst der Primat, der Homo, irgendein Homo sich ausgedacht hat, wie der Faustkeil dann aufeinander schlug, Funken, das ist bestimmt nachts total geil, wenn man nachts Bau arbeitet und dann so Lichtbogen, stelle ich mir herrlich vor, dann mit dem Bello, zack, runter, Metall auf Metall. Ja, und sind Sie dann noch was anderes außer Arbeiter oder? Wir arbeiten. Na gut. Da wünsche ich dann viel Erfolg beim Arbeiten. Einer muss es ja machen. Hallo. Dynamisch geht's wieder rein in unsere Youth Corner, in unsere Jugendecke. Hallo. Heute hier ein Mädchen. Schön, dass es sowas noch gibt. Du erlebst gerade den aufregendsten Teil deines Lebens und erlebst ihn auch noch als Frau. Das ist bestimmt doppelt interessant. Die Sonnenbrille, ja, ist bestimmt ganz schick. Aber es ist irgendwie auch, man sieht dadurch deine Augen nicht. Dadurch geht viel verloren, denn ganz viel von der, ja, du hast doch so schöne Augen, warum versteckst du sie? Das sind Dinge, die du noch lernen musst. Eines Tages musst du auch einen Beruf lernen. Zum Beispiel ein Beruf, wo man anpacken kann. Der Beruf der Betonmischerin. Ja, bringen wir doch mal Licht ins Mysterium, Frau. Hier sehen wir sie, die
Die gläserne Gisela. Sollte eigentlich ein gläserner Manfred werden, aber der Pimmel ist leider abgebrochen beim Transport. Ne? Und wenn wir so hineinschauen, hier in sie, was sehen wir? Wir sehen ganz viel Gedärme. Wir sehen Milz, wir sehen Pankreas, wir sehen die weibliche Vorsteherdrüse, Eierstöcke, ne? Und natürlich auch Gebiss. Aber entscheidend, hier das Blaue, das Rote und das Gelbe. Was sich hier so durchzieht, das sind alles Nerven. Die Frau ist voller Nerven. Ja, kein Wunder, dass sie... Naja, und natürlich nicht zu vergessen, ganz wichtig, hier das weibliche Gehirn. Was ist schön? Ich habe es hier schon mal an die Wand geschrieben, denn es ist eine eminent wichtige Question. Ich habe mich auf den Weg gemacht, um diese wichtige Frage zu beantworten. Denn jeder wird gesehen, das Auge sieht mit. Also... Hier hängen sie alle. Angelina Jolie, Pitt Pratt, Agnes Kraus und. Und hier kommt nun Frau Walter. Sie haben die alle hier hingehängt. Was fehlt diesen Personen, was ich habe? Ja, also es ist natürlich schwierig, weil... Wieso? Sie spielen ja auch ein bisschen mit der... Mit Ihrem Aussehen, ja? Sagen wir mal auf einer Skala von 7 bis 11, wie viele Punkte würden Sie mir geben? Wenn Sie mich so fragen, von 7 bis 11, 8 bis 9, okay? 8? Von 7 bis 11, das wären 20%. Bis 9, da wären es dann 50%. Gut, ich meine, damit könnte ich leben. Ich weiß, dass ich nicht zu den 10 schönsten Männern gehöre, aber der 11. Platz, sag ich mal, würde mir reichen. Gibt es denn explizite Parameter, also geeichte Skalen, anhand derer man ganz normativ Schönheit messen kann? Ja, es gibt so Möglichkeiten. Symmetrie ist eine... ein entscheidender Punkt und ja, das Verhältnis von Augenhöhe im Gesicht zur Stirn und Nase und Augenbrauen. Und es ist auch unterschiedlich bei Männern und Frauen. Symmetrisch ist mein Gesicht auch, also zumindest die linke Hälfte. Stimmt, die Gesichtshälften sind nie gleichmäßig. Ja, bei mir ist eine Seite sehr symmetrisch und die andere dafür nicht so. Aber die Symmetrie oben unten ist hier zum Beispiel auch nicht gegeben, finde ich. Also oben ist viel mehr Stirn und unten ist vorwiegend Mund. Also, das ist in der Regel so, ja. Aber ob das die richtige Lösung ist, da will ich dem Schöpfer nicht reinreden. Das ist nun makellose Schönheit. Wir sehen es hier, die Fesseln sind... gut geformt, ein bisschen zu dick vielleicht, dann geht's über in die Wade, Kniekehle, dann hier der Bubs. Naja, ich sag mal, dann hier die Hüfte wird nochmal unterstützt durch den Ellenbogen. Ist nicht schlecht, aber jetzt so richtig der Bringer ist es auch nicht. Und von vorne, die liegt ja nicht umsonst so da. Ne? Ist bestimmt auch eine Gesichtsfünf. Naja. Kommt ein Mann zum Apotheker und sagt, ich hätte gern ein bisschen Hodenfarbe. Fragt der Apotheker, wie bitte? Wie kommen Sie denn darauf? Da sagt der Mann, ich komme gerade vom Arzt, der hat bei mir einen viel zu hohen Cholesterinspiegel festgestellt. Und der hat gesagt, die Eier werden ab heute gestrichen. War es das jetzt? Psst, komm vor. Übrigens, meine Damen, ich suche auf diesem Wege nach einer Frau.